Mir geht es darum, einfach die Menschen und ihr Leben zu retten. Und man will jetzt einfach mit der Blockade der Schiffe und der Flugzeuge verhindern, dass selbst eine Dokumentation stattfinden kann. Man zieht, wie ich so gern sage, einen Vorhang vor dieses Drama, damit die Weltöffentlichkeit das nicht mehr sehen kann. Es wird also von Staatswegen, sage ich mal, verhindert, dass wir Menschenleben retten. Das heißt, die Leute, die das zu vertreten haben, die nehmen billigend in Kauf, dass auf See Menschen sterben. Ich würde den Herrn Maas gerne treffen und mit ihm mal die Situation erläutern, wie es tatsächlich vor der libyschen Küste ist, damit er das auch mal von jemandem erfährt, der wirklich Augenzeuge dieser unglaublichen Geschichten ist, die dort passieren. Das muss man sich mal vorstellen. Oben ist es hellblau und Sonne und unten ist es dunkelblau und Wasser. Und es gibt nichts zu trinken, es gibt keine Toilette. Und ich glaube schon, dass sich da Hoffnungslosigkeit bereit macht. Es wäre das Beste, wenn man einfach für die Sache spendet und damit einfach uns ermöglicht, den Menschen weiter zu helfen. So werden auch die Leute, die etwas spenden, Lifeliner.